Das ist sie. Doch, so eine Fahrt erster Klasse hat schon was für sich. Daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Oh, seht mal da. An der Ecke gibt es Lose. Wie wär's, Mr. Hayes? 54. Also, wenn Sie mich so fragen, das Stück kostet 30 Pence. Dann nehme ich... Schon klar. Bin gleich wieder da. Oh, Preston. Mr. Hayes? Ja? Was ist los mit Ihnen? Sie sehen gar nicht mehr so glücklich aus wie zu Beginn unserer Reise. Oh, lieb, dass Sie das fragen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur die Aufregung und vielleicht ein verfrühtes Lampenfieber. Das verstehe ich gut. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Sind Sie seitdem nie mehr öffentlich aufgetreten? Nein, nein, nein. Zu Hause spiele ich selbstverständlich jeden Tag, aber seit meinem Abschied von der Bühne vor 10 Jahren habe ich kein Konzerthaus mehr betreten. Und morgen dann direkt wieder die Royal Albert Hall. Das zeigt, wie gefragt Sie immer noch sind. Ach, Musiker kommen und gehen, Miss Sherwin. Wir Musiker sind alle nur kurze Sternschnuppen am Himmel der Musik. Oh, Sie haben immer so wunderschöne Vergleiche. Meinen Sie, es wäre Ihnen möglich, mir noch einen Platz auf einem der Ränge zu besorgen? Sie als Künstler haben doch bestimmt einen gewissen Einfluss. Oh, da kommt Mr. Aberdeen. So, 5 für dich, Sarah. Danke. Und 5 für Sie. Für mich? Oh, vielen Dank. Na los, macht sie auf. Nur Nieten. Hey, ich habe eine Zahl gezogen. Zeig mal. 187. Und was bedeutet das? Welcher Gewinn sich hinter den Zahlen verbirgt, weiß man erst nach der morgigen Ziehung. Mein Glückwunsch. Vielen Dank. Bitte schön. Warum geben Sie mir das los? Weil ich möchte, dass Sie es nehmen. Als Glücksbringer für morgen Abend. Sie sind sehr liebenswürdig, Miss Sherman. Aber das kann ich nicht annehmen. Sie werden doch einer Frau keine Bitte abschlagen. Natürlich nicht, Madame. Dann danke ich Ihnen für Ihr Geschenk. Ja, und wenn mehr als 100 Pfund als Gewinn rausspringen, wird gefälligst geteilt. Ehrensache. Dann können wir ja jetzt zur Konzerthalle fahren. Und damit hätte ich meinen Auftrag erfüllt. Aus alter Erfahrung weiß ich, dass der Pförtner dort erst ab 17 Uhr öffnet. Wir haben also noch etwas über eine Stunde Zeit. Wie wäre es, wenn ich Sie so lange zu einer Besichtigung auf dem Big Ben einlade? Oh, gern. Ich war schon mindestens 8-mal in London, aber den Big Ben habe ich noch nie besichtigt. Und die Koffer? Mein Hotel ist nicht weit, vielleicht 5 Minuten zu Fuß. Okay, dann kann ich dort auch Ihre Laute wegschließen lassen. Oh nein, nur das nicht. Nach den Ereignissen von Northampton halte ich das für sowieso keine gute Idee. Aber ich kann doch unmöglich mit Ihrer Geige durch London marschieren. Nachdem ich weiß, wie sehr Sie sich um die Stradivari sorgen, habe ich zu Ihnen mehr Vertrauen als zu irgendeinem Hotelsafe. Mr. Aberdeen. Das ehrt mich. Und was soll schon passieren? Oben auf dem Big Ben. Diesmal haben Sie sich wirklich selbst übertroffen. Was lehnen Sie sich auch so nah an die Brüstung? Sie hätten ein bisschen mehr auf meine Geige Acht geben müssen. Da hört sich ja wohl alles auf.
Ich habe das Ding die ganze Zeit fest in meiner Hand gehalten. Oh, das habe ich gesehen. In hohem Bogen ist der Kasten aus dem Fenster geflogen. Ich möchte Sie sehen, wenn Ihnen jemand mit voller Wucht in den Rücken springt. Ich sagte Ihnen doch, ich bin gestolpert. Gestolpert? Dass ich nicht lache. Gestolpert. Wenn Sie sich morgen auch so geschickt anstellen, landen Sie noch vor dem ersten Akkord im Orchestergraben. Dank Ihrer Schreckhaftigkeit wird es morgen sowieso keinen einzigen Akkord geben. Schreckhaftigkeit? Ihretwegen hätte ich fast meinen Pilotenschein gemacht, allerdings ohne Flugzeug. Sie sind schuld, dass meine Stradivari aus dem Fenster gefallen ist. Mein Ein und Alles zerschmettert in tausend Stücke am Fuß dieses hässlichen Molochs. Wessen brillante Idee war es denn, auf diesen Turm zu steigen? Etwa meine? Kann ich ahnen, dass Sie so ein nervöses Händchen haben? Mr. Barclay wird sicher nicht erfreut sein, wenn er von Ihrem teuren Missgeschick erfährt. Das werden wir noch sehen. Da ist der Ausgang. Endlich! Hier entlang. Hier muss sie irgendwo liegen. Wenn ich nur daran denke. Ich weiß nicht, ob ich den Anblick überlebe. Dann hätte die ganze Sache wenigstens ein Gutes. Na, also ich muss doch bitten. Sind Sie sicher, dass es diese Seite war? Natürlich. Ah, da ist ein Bobby. Hallo? Constable? Ja, bitte, Sir? Sagen Sie, ist hier zufällig gerade ein Geigenkasten aufgeschlagen? Wie bitte? Ein Geigenkasten. Etwa so groß. Sie meinen... Ja, Herrgott, ein Kasten mit einer Geige. Oh, hier seid ihr. Ihr hättet ja ruhig unten auf mich warten können. Gleich, Liebes. Erst müssen wir klären, was aus der Geige geworden ist. Habt ihr sie noch nicht gefunden? Nein. Und ehrlich gesagt verlangt mein Herz auch nicht danach. Sir, kann es sein, dass Sie und Ihr Begleiter zu tief ins Glas geschaut haben? Nein. Die Geige ist ein wenig zu tief gefallen. Das ist das Problem. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass es strafbar ist, sich über einen Beamten Ihrer Majestät lustig zu machen. Constable, wir wollen uns mit Ihnen keinen Spaß erlauben. Er sagt die Wahrheit. Madam, kennen Sie die beiden seltsamen Vögel näher? Ich fürchte, ja. Ich will sofort wissen, wo meine Geige hingeflogen ist. Hören Sie, Geigen können nicht fliegen. Aber Sie können gleich eine Anzeige kriegen, wenn Sie so weitermachen. Diese ist aber geflogen, von dort oben. Sie haben eine Geige vom Big Ben runtergeworfen? Das ist in jedem Fall strafbar. Ich hab's ja nicht absichtlich getan. Naja. Sind Sie noch zu retten? Sie hätten jemanden ernstlich verletzen können. Hören Sie, es war so. Da ist sie! Wo? 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 Dort oben. Sie klemmt zwischen den Zeigern. Ich glaub's nicht. Sie hat sich hinter dem Minutenzeiger verkeilt. Schnell, geben Sie mir Ihre Pelerine. Bitte? Na, Ihren Regenumhang. Schnell, machen Sie schon. Sir, das Cape ist Teil meiner Uniform. Ich brauche das Ding aber jetzt. Und wofür, wenn ich fragen darf? Als Sprungtuch. Was? Nun, geben Sie schon her. Die Geige kann jeden Moment runterfallen. Sie ahnen ja nicht, was das Ding wert ist. Das wird ein Nachspiel haben. Was hast du vor, Preston? Wenn der Kasten aus der Höhe runtersaust, kann man ihn unmöglich mit der Hand fangen. So, Constable. Sie halten hier und Mr. Hayes, Sie halten da. Und schön straff das Ganze. Na und was machen Sie jetzt? Ich werde Sie jetzt in Position bringen. In Position? Ja. Sie müssen noch ein bisschen mehr nach links. Ja, so. Und etwas näher zum Gebäude. Ja, das dürfte hinhauen. Das klappt doch niemals. Wenn Sie den Umhang schön auf Spannung halten... Ich bin Ordnungshüter Ihrer Majestät. Ich mache mich ja lächerlich. Sehen Sie, die Leute gucken schon. Da! Ich glaube, gleich ist es soweit. Ja, der Kasten hat sich etwas verschoben. Ja, und wir sollen ihn mit diesem kleinen Cape... straff halten! Ja! Jetzt! Er bewegt sich! Achtung! Hier rüber! Ja, los! Los, los! Ich muss doch sehr bitten! Da! Er fällt! Aufpassen! Oh. Oh, ihr habt's geschafft. Genau in die Mitte. Und wieder hochgeschnellt. Der Kasten, er senkt sich. Oh nein, die Straße.
Die Geige wird auf die Straße fallen. Auf keinen Fall. Preston, pass auf, die Autos. Die krieg ich noch. Preston! Ich hab sie. Preston! Oh, Darling. Ich dachte, du wärst tot. Bin ich nicht? Großartige Leistung, Mr. Aberdeen. Schnell geben Sie sie mir. Bitte sehr. War mir ein Vergnügen. Und? Sie ist heil geblieben. Oh, Preston, du bist der Beste. Wirklich, Sir. Großartige Leistung. Und nun kommen wir zum weniger angenehmen Teil. Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit mitgebracht. Also, das ist wohl die haarsträubendste Odyssee, von der ich je gehört habe, Mr. Aberdeen. Und trotz all dieser Katastrophen ist die Stradivari unbeschädigt geblieben? Sie kennen doch mein Motto. Keine Ware ist zu heiß, kein Auftrag zu schwer. Barclay und Frampton ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Auch wenn die Havarie vor dem Big Ben nicht gerade billig wird. Aber sagen Sie, wo ist die Geige jetzt? Geben Sie sich keine Mühe. Mir wollte er es auch nicht sagen. Sie befindet sich hier im Hotelrestaurant. Dann hast du sie vorhin doch mit runtergenommen. Es hatte seinen besonderen Grund, dass ich schon ein bisschen eher hier war. Nicht nur, weil ich Mr. Barclay einladen wollte und einen Tisch reservieren. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Danke, das Dinner war ausgezeichnet. Nicht so gut wie im Imperial, aber... Gut. Ober, Sie können jetzt den Nachtisch servieren. Oh, ich weiß nicht, ob ich nach diesen vier Gängen noch was essen kann. Da kann ich dich beruhigen. Dieser Nachtisch betrifft auch eher unseren geschätzten Mr. Hayes. Oh, zu liebenswürdig. Aber ich möchte ihm drei nicht als einziger etwas voressen. Ah, da kommt der Ober schon. Vielen Dank. Ich kümmere mich um den Rest. Eine abgedeckte Platte? So ist es. So. Was hast du denn da wieder bestellt? Das kann doch keiner allein essen. Das muss Mr. Hayes ja auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Er soll zum Nachtisch ein kleines Ständchen für uns spielen. Bravo, Mr. Aberdeen. Ausgezeichnete Vorstellung. Die Geige auf einem silbernen Tablett. Oh, du bist wirklich unverbesserlich. Ich wusste, dass es euch gefallen würde. Nicht wahr, Mr. Hayes? Oh, die Überraschung ist zwar nicht dieselbe wie heute Morgen beim Frühstück, aber immerhin... Da stimme ich Ihnen zu. Ich dachte, dass wir nach dieser lustigen Reise einen kleinen Vorgeschmack auf den morgigen Abend verdient haben. Oh ja, Mr. Hayes, bitte spielen Sie etwas für uns. Das sind Sie, Miss Sherman und Mr. Aberdeen, wirklich schuldig. Wäre er nicht gewesen, würde ich morgen nicht nur auf meinen Konzertkarten sitzen bleiben, sondern auch auf einer persönlichen Abschreibung von 70.000 Pfund. War mir ein Vergnügen, Sir. Nun, Mr. Hayes, was wollen Sie für uns zum Besten geben? Meine lieben Freunde, so leid es mir tut, aber ich kann heute Abend bedauerlicherweise nicht den Bogen für Sie streichen. Aber warum nicht? Ja, warum denn nicht? Sie wollen Miss Sherman doch wohl nicht enttäuschen, oder? Nein. Geben Sie sich einen Ruck, Mr. Hayes. Es genügt ja schon ein kurzes Stück, um Ihre Genialität aufblitzen zu lassen. Ich bedauere zutiefst, aber bei dem heutigen Missgeschick auf dem Big Ben muss ich mir das rechte Handgelenk verstaucht haben. Wie bitte? Soll das heißen, dass Ihr Auftritt morgen gefährdet ist? Nun ja, wenn es nicht sehr bald besser wird, muss das Konzert wohl oder übel ausfallen. Oh nein, nur das nicht nach all der Mühe. Sie hatten sich doch auch so auf Ihr Konzert gefreut. Und wie, Miss Sherman, und wie? Aber Sie werden es doch dann sicher an einem anderen Tag nachholen, nicht wahr?
wenn es Ihrer Hand wieder besser geht. Vielleicht sollte ich auf den Wink des Schicksals hören. Die Götter scheinen mich aus dem Reigen der Musik verbannt zu haben. Überdies weiß ich nicht, ob ich solche Reisestrapazen noch einmal auf mich nehmen kann. Möglicherweise geht es Ihrer Hand morgen ja schon besser. Warten Sie doch die Nacht erst einmal ab. Nein, nein, tut mir leid. Mr. Aberdeen ist so unglücklich gegen meine Hand gestoßen. Ach, ich bin gegen Sie gestoßen. Komisch, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ah, ich habe die Lösung. Die Lösung? Die Lösung? Ja, die Lösung. Und die wäre? Wärme. Wärme hilft doch bei fast allen Gebrechen. Moment. Das ist Whisky, Mr. Aberdeen. Richtig, das ist Whisky. Den hatte ich in weiser Voraussicht ebenfalls bestellt. Ich trinke dieses scharfe Zeug leider nicht, Mr. Aberdeen. Außerdem glaube ich nicht, dass dies heilungsfördernd ist. Sie sollen den Whisky ja auch nicht trinken. Wo habe ich denn bloß meine Zigaretten? Ah, hier. Stört es die Anwesenden, wenn ich rauche? Nur zu. Was hast du vor, Preston? So, und nun kommen wir zur heilenden Wärme. Sie werden gleich Zeuge einer erstaunlichen Wunderheilung. Aufgepasst! Ha, sind Sie wahnsinnig geworden? Sie ruinieren meine Geige mit dem verdammten Zeug. Mr. Aberdeen, ich verstehe nicht. Warum schütten Sie den Whisky über... Weil das Ding ohne Whisky nicht so gut brennt. Ah! Preston! Hopsa, da fällt mir doch glatt die Zigarette aus der Hand. So ein Missgeschick. Der Mann ist verrückt geworden. Mr. Barclay, sehen Sie doch. Sehen Sie doch nur, was er angerichtet hat. Meine Stradivari brennt lichterloh. Mr. Aberdeen, ist Ihnen klar, was Sie da gerade gemacht haben? Sie haben eines der kostbarsten Instrumente der Welt vernichtet. Hab ich wirklich? Mr. Lomax sagte mir, dass diese Fiedel hier nicht mehr als 5 Pfund wert sei. Wer ist Mr. Lomax? Mr. Lomax ist ein alter Bekannter von Mr. Hayes. Er besitzt ein Pfandhaus in Northampton. Aber dazu komme ich gleich. Und? Geht es Ihrer Hand jetzt schon besser, Mr. Hayes? Lassen Sie doch mal sehen. Lassen Sie meine Hand los! Mr. Bartley, ich will, dass sofort die Polizei gerufen wird. Sie soll diesen Irren in Gewahrsam nehmen. Ein ausgezeichneter Gedanke. Die Beamten werden dann allerdings nicht mich, sondern Sie verhaften, Mr. Hayes. Und zwar wegen versuchten Versicherungsbetrugs. Das ist ja lächerlich. Wovon reden Sie da überhaupt? Moment. Das werde ich Ihnen gleich erzählen. Ober, die Sodaflasche bitte. Vielen Dank. So, und nach diesem reinigenden Feuerchen lasse ich nun die Flamme des Wissens über uns leuchten. Ich bin gespannt, Mr. Aberdeen. Wie kommen Sie dazu, Mr. Hayes des Versicherungsbetruges zu bezichtigen? Eine Frechheit sondergleichen. Ich werde Sie wegen übler Nachrede verklagen. Hören Sie sich erst an, was ich zu sagen habe. Also, Mr. Hayes hatte niemals die Absicht, in der Royal Albert Hall zu spielen. Was? Ihm ging es von Anfang an nur um die Versicherungssumme seiner Stradivari. Ach, das ist doch... die Wahrheit! Nicht wahr, Sarah? Ich fürchte, wir sind hinter Ihr Spiel gekommen, Mr. Hayes. Tut mir leid. Miss Sherman! Sie war diejenige, die mich letztlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei dem vermeintlichen Diebstahl im Hotel einige Ungereimtheiten offen blieben. Warum stiehlt ein Hoteldieb einen unscheinbaren Geigenkasten, lässt aber alle anderen Wertgegenstände unangetastet? Das war ebenso mysteriös wie Ihr Koffer, der merkwürdigerweise schlagartig federleicht geworden war. Was hat mein Koffer damit zu tun? Sehr viel. Im Koffer fand ich nämlich den entscheidenden Hinweis, welches Spiel Sie spielen. Sie haben meinen Koffer durchwühlt? Ja, und diese Pfandhausquittung gefunden.
Darauf steht, dass sie vor dem Raub einige Wertsachen in Northampton versetzt haben. Gegen Bargeld. Bargeld, das sie so dringend benötigen. Schließlich sind sie pleite. Oh, das ist eine Lüge! Jedenfalls hatte ich die göttliche Eingebung, dieses Pfandhaus mal in näheren Augenschein zu nehmen. Und was sehe ich? Da brennt morgens um 2:30 in der Früh Licht und der Laden war auf. Hinter dem Ladentisch saß ein älterer Herr, der mit seinen Nerven ziemlich am Ende war. Und vor ihm lag der gestohlene Geigenkasten. Aber Sie sagten doch, Sie hätten die Geige im Schaufenster liegen sehen und das Glas eingeworfen. Tja, das war gelogen. Mr. Lomax, der Besitzer, war sehr redselig, als ich ihn auf die Geige ansprach. Von ihm erfuhr ich, dass sein alter Schulfreund Hayes ihn zu diesem aberwitzigen Überfall überredet hatte. Stimmt es, Mr. Hayes? Haben Sie den Diebstahl selbst in Auftrag gegeben? Warum? Ich habe mein gesamtes Vermögen durch meine Spielleidenschaft verloren. Ich besitze keinen Penny mehr. Das Glücksspiel ist nach der Musik zu Ihrer zweiten großen Leidenschaft geworden, wie ich hörte. Pferderennen, Lose, Poker und alles, worauf man sonst noch wetten kann. Und der Diebstahl war für ihn die Gelegenheit, sich finanziell wieder zu sanieren. Er hatte ja ausdrücklich auf die Diebstahlklausel in dem Vertrag bestanden. Schon vor Miss Sherman und meinem Eintreffen hat er seinen Freund telegrafisch von dem Plan unterrichtet. Dann musste er uns nur noch dazu bringen, dass wir mit dem Zug fahren würden. Der fährt schließlich über Northampton. Und durch einen merkwürdigen Zwischenfall verpassten wir den Anschlusszug und mussten dort bleiben. Mr. Hayes hatte indes nichts Dringenderes zu tun, als sich bei seinem Freund etwas Geld zu besorgen und ihn zu dem Diebstahl zu überreden. Mr. Lomax wollte nämlich nicht mitmachen. Aber nach einigem Drängen gab er schließlich nach. Schließlich wollte er nicht schuld am Bankrott seines Freundes sein. 27.000 Pfund sind eine Menge Geld. Aber dieses Konzert hätte Ihnen doch einiges an Gage gebracht, Mr. Hayes. Auch so werden Sie sicher noch viele Konzerte vor ausverkauften Häusern geben können. Das kann er eben nicht. Kommen Sie, zeigen Sie ihm Ihre Hände. Das hat er Ihnen auch gesagt. Na gut, was soll's. Jetzt ist es sowieso egal. Sehen Sie? Was ist mit Ihren Fingern? Mr. Hayes leidet unter der sogenannten Dupuytren-Kontraktur. Seine Finger beugen sich zunehmend und versteifen in dieser Haltung. Für einen Musiker das wohl schlimmste Schicksal. Das war der Grund, warum ich damals so frühzeitig meine Karriere beendete. Nicht, weil ich wollte. Meine Hände wurden immer schlimmer. Seit gut 6 Jahren kann ich meine Finger nur noch sehr grob bewegen. Geige spielen ist unmöglich. Allenfalls Poker. Leider. Seine Angewohnheit, anderen Menschen nicht die Hand zu geben, dürfte auch Ihnen aufgefallen sein, Mr. Barclay. Ich hielt das für einen Spleen. Ich auch. Im Nachhinein wurde mir dann klar, warum ich auch all seine Koffer tragen durfte. Ja, immer noch ein Meister der Violine, aber dazu verdammt, nicht mehr spielen zu können. Jetzt sitze ich auf einem riesigen Schuldenberg. Wenn ich nächsten Monat meine Raten nicht zahle, dann... Und da sind Sie auf die Idee mit dem Abschiedskonzert gekommen. Richtig. Außer meinem Freund Lomax wusste niemand von der fortschreitenden Lähmung meiner Hände. Deshalb gab es auch keinerlei Probleme, als ich mit dem Intendanten der Royal Albert Hall Kontakt aufnahm. Im Gegenteil, er war sogar recht angetan von der Idee meines endgültig letzten Auftritts. Besonders, als ich ihm eröffnete, ich würde auf meiner Stradivari spielen. Und um das Ganze perfekt zu machen, verbanden Sie Ihr letztes Konzert mit dem angeblichen Vorhaben, die Geige anschließend der Königlich-Britischen Musikakademie zu spenden. Es sollte alles danach aussehen, dass es mir ernst ist. Mit der Sache
wollte ich meine Glaubwürdigkeit untermauern. Das ist Ihnen gelungen, Mr. Hayes. Ich habe keine Sekunde an der Ernsthaftigkeit Ihrer Absicht gezweifelt. Es tut mir sehr leid, Mr. Buckley. Das sollte es auch. Der liebe Mr. Lomax saß nämlich wie ein Häufchen Elend in seinem Laden und war der festen Überzeugung, er hätte den Empfangschef erschlagen. Ach, der arme Knabe. Und jetzt hat er meinetwegen auch noch die Polizei am Hals. Oh Gott, was hab ich da nur angezettelt? Nun sag's ihm schon. Also schön. Ich habe die Polizei in Northampton nicht informiert, was? Mr. Hayes. Das lückenlose Geständnis Ihres Freundes und sein Bangen um den Empfangschef empfand ich als Sühne völlig angemessen. Oh. Sie haben nicht... Oh. Ich danke Ihnen. Bleibt noch die Frage, warum Sie nach all der Mühe seine Stradivari verbrannt haben. Wie ich eingangs schon erwähnte, diese Geige war nicht mehr als 5 Pfund wert. Das kleine Feuer sollte lediglich den überraschenden Auftakt zu einer Kette von Geständnissen bilden. Dann haben Sie wissentlich vorhin Ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Für eine falsche Geige? Und musste sein Spiel ja mitspielen, Sir. Nach dem misslungenen Diebstahl war mir klar, dass Mr. Hayes einiges daran setzen würde, damit das Konzert nicht stattfinden kann. Eine der Schlussfolgerungen, er musste dafür sorgen, dass die Geige zerstört wird. Und zwar so, dass niemand erkennt, dass es nicht die echte Stradivari war. Sein Vorschlag, mit uns den Big Ben zu erklimmen, war geradezu himmelschreiend. Wirklich? Ich hielt das für eine gute Idee. Du hättest mich übrigens ruhig in deinen Plan einweihen können. Warum hast du mir das mit der falschen Geige verschwiegen? Mir ist eben vor Schreck fast das Herz stehen geblieben. Sorry, den Spaß konnte ich mir nicht verkneifen. Ihr hättet eure entsetzten Gesichter sehen sollen. Aber Mr. Hayes hat mir damals ein Echtheitszertifikat seiner Stradivari vorgelegt. Sonst hätten wir die Versicherung auch nicht zu diesen Konditionen abgeschlossen. Mag sein, aber die Stradivari war es definitiv nicht, die wir im Gepäck hatten. Mr. Hayes hat auch mit allen Mitteln versucht, die Geige meinen Blicken zu entziehen. Bei genauerer Betrachtung sah man nämlich, dass die schon recht mitgenommen war. Es stimmt. Meine Stradivari liegt bei mir zu Hause im Schrank. Und was passiert jetzt? Das können wir nicht allein entscheiden, Sarah. Schließlich ist die Versicherung Barclay & Frampton der Hauptgeschädigte bei der Sache. Mal ganz abgesehen von den Quälereien, die ich erdulden musste. Und Sie haben sich wirklich wacker geschlagen, Mr. Aberdeen. Tja, ich bin mir unschlüssig, wie wir hier verfahren sollen. Es wurde doch niemand ernstlich geschädigt. Na also, weißt du... Kann Mr. Hayes nicht seine Stradivari verkaufen? Dann kann er den entstandenen Schaden bezahlen und seine Schulden decken. Meine Stradivari verkaufen? Niemals! Lieber sterbe ich einen langsamen, grausamen Tod. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Verkaufen kommt auch meiner Meinung nach nicht in Frage. Eine Stradivari. Diese gegen schnöden Mammon einzutauschen. Nein. Dann lassen Sie noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Bitte. Du machst mir Spaß. Dieser pleite Paganini schikaniert mich durch das ganze Land und du tust so, als ging es um sein Leben. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um seinen Ruf. Und der ist das Einzige, was er noch zu verlieren hat. Ich stimme Ihnen zu, Miss Sherman. Selbst wenn ich die Sache zur Anzeige bringen würde, Geld ist bei ihm sowieso nicht mehr zu holen. Lassen Sie seinen Stern am Musikhimmel stehen, wo er hingehört. Bitte! Der Typ will sich ein Vermögen erschwindeln. Und was macht sie? Schlägt sich auf seine Seite. Mir wollte man neulich im Zug den Garaus machen und was bekomme ich? Vorwürfe! Also gut, Mr. Hayes. Ich sehe von einer Anzeige ab.
und werde sogar für den entstandenen Schaden haften. Den eigentlichen Vertrag erkläre ich hiermit für nichtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bedanken Sie sich bei Miss Sherman. Ihre Worte und nicht zuletzt Ihr charmantes Wesen haben mich von meinem Vorhaben abrücken lassen. Und wieder einmal bleibt die Gerechtigkeit auf der Strecke. Was ist mit meinem Vertrag? Wenn der mit Hayes aufgelöst wurde, gilt meiner denn dann noch? Mr. Aberdeen, Sie werden Ihre 1.100 Pfund selbstverständlich erhalten. Schließlich haben Sie Barclay und Frampton vor großem Schaden bewahrt. Aber Mr. Hayes wird nicht gänzlich ungeschoren davonkommen. Was gedenken Sie mir als Bestrafung aufzuerlegen? Sie werden morgen Abend, wie geplant, in der Royal Albert Hall auftreten. Und Sie werden vor versammeltem Publikum sagen, dass Sie nicht spielen können, dass Sie es von Anfang an nicht konnten. Ich gebe Ihnen damit die Gelegenheit, sich selber um Ihren guten Ruf zu bemühen. Die Geschichte mit dem Versicherungsschwindel können Sie ja meinetwegen unter den Tisch fallen lassen. Aber Sie werden morgen auftreten. Und kommen Sie nicht auf die Idee, sich entschuldigen zu lassen. Meine Frau und ich werden ebenfalls dort sein. Ich werde da sein. Okay, damit kann ich mich anfreunden. Hey, Sarah, wolltest du nicht auch eine Karte für seinen Auftritt? Nun ja, eigentlich schon. Ich werde meine Strafe wie eine Auszeichnung tragen, wenn ich sie im Publikum weiß, Miss Sherman. Aber auf meine holde Anwesenheit müssen Sie leider verzichten. Ich werde morgen nämlich nach Southampton zurückfahren. Und zwar erster Klasse, Mr. Aberdeen. Dafür werde ich sorgen. Kurierdienst Preston Aberdeen. Aberdeen am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Oh, hallo, Darling. Und? Wie war die Show? Habt ihr ihn kräftig ausgebuht? Nein, haben wir nicht. Nein, wir haben ihn auch nicht mit Tomaten beworfen. Ob du es glaubst oder nicht, wir haben ihm zugejubelt. Doch, wirklich. Es war ein rundum gelungener Abend. Ehrlich. Frag Mr. Barclay und seine Gattin. Warum? Weil Mr. Hayes einfach ein wunderbarer Mensch ist. Und ein noch besserer Musiker. Er selbst hat nicht gespielt, nein. Er hat dem Publikum reinen Wein eingeschenkt. Ja, er hat allen seine Hände gezeigt und gesagt, dass er nie mehr spielen kann. Es war rührend, sag ich dir. Wie er ehrfürchtig dastand und erzählte, wie schwer es ihm damals gefallen sei, von der Bühne abzutreten. Und wie herrlich es für ihn ist, auch in diesem Moment der bitteren Wahrheit so viele Menschen versammelt zu sehen, die nur seinetwegen gekommen sind. Nein, sie sind nicht aufgestanden und gegangen. Sie haben ihm applaudiert. Ja, und dann fing das Konzert an. Wie? Ganz einfach. Hayes sagte, wenn er auch nicht spielen könne, so soll doch ein anderer die Chance erhalten, für ihn zu spielen. Und dann hat er einen jungen Mann aus dem Orchester geholt und auf seinen Platz gesetzt. Aus der zweiten Geige, stell dir vor. Und der durfte dann 2 Stunden an Desmond Hayes Stelle spielen. Er war großartig. Die Londoner Zeitungen sind voll davon. Moment, das Beste kommt ja noch. Hayes hat das Orchester dirigiert. Du glaubst gar nicht, wie oft das Publikum ihn und den jungen Geiger mit dem Applaus wieder auf die Bühne geholt hat. Es war einfach wunderschön. Nein, erst übermorgen, nach der Feier. Welcher? Ach, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Erinnerst du dich an das Los, was ich Mr. Hayes geschenkt habe? Genau, Nummer 187. Gestern vor dem Konzert war die Ziehung.
Nein, nicht 10. 10.000 Pfund hat er gewonnen. Damit kann er einen großen Teil seiner Schulden bezahlen. Ist das nicht toll? Preston? Hallo? Bist du noch in der Leitung? Hallo, Preston? Unverzeihlich. Wie bitte? Ja, ich sagte unverzeihlich. Was ist unverzeihlich? Dass dieser Mensch den Safe-Schlüssel einfach so bei sich trägt. Als ich bei meinem letzten Besuch eine größere Summe einschließen ließ, ist es mir schon aufgefallen. Ich habe ihn sogar darauf angesprochen, aber er sagte, dies werde von der Hotelleitung gebilligt. Waren Sie da auch wegen des Windhundrennens hier? Ganz recht. Mein kostbares Kind. Gestohlen! Für immer verloren! Womit soll ich jetzt auftreten? Das Publikum will mich doch auf meiner Stradivari spielen. Hören. Wie geht's dir, Darling? Dank deiner Rezeptur wieder ausgezeichnet. Wenigstens etwas. Dafür habe ich jetzt ein sehr flaues Gefühl im Magen. Und was hat der Inspektor gesagt? Der ist genauso ratlos wie ich. Der Dieb muss offenbar ein Kenner gewesen sein. Wie meinst du das? Nun, der Geldschrank ist zwar durchwühlt worden, aber sämtlicher Schmuck und Bargeld sind noch da. Der Kerl hat nur die Geige mitgenommen. Nur meine Geige? So ist es. Darum sagte ich ja, er muss ein Fachmann gewesen sein. Als ihm klar wurde, welchen Wert er da in den Händen hält, hat er die Klunker und Mäuse einfach wieder zurückgeworfen und sich die Stratosphäre unter den Nagel gerissen. Und was gedenken Sie nun zu unternehmen, Mr. Aberdeen? Ich überlege mir gerade, wie ich Mr. Barclay die frohe Botschaft mitteilen soll, ohne dass er einen Herzinfarkt bekommt. Muss die Versicherung denn auch bei Diebstahl bezahlen? Tja, sie... Oh ja, sie muss. Es gibt da eine Extraklausel, auf die ich bestanden habe. Zum Glück, wie sich jetzt herausstellt. Da hatten Sie wirklich den richtigen Riecher. Das Hotel zahlt nämlich nur eine Verlustpauschale von maximal 10.000 Pfund, wie mir der Empfangschef eben sagte. Die wird in dem Fall in die Versicherung gezahlt. Na, dann muss Barclay und Frampton ja nur 100.000 Pfund bezahlen. Gut, ich verabschiede mich nach all der Aufregung und gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht? Der hat Nerven. Und ist jetzt um 100.000 Pfund reicher. Aber angeblich ist diese Fiedel doch unersetzlich. Und das ist es, was mich wundert, Preston. Was? Wenn der Dieb tatsächlich wusste, was er da klaut, dann kann er sich doch vorstellen, wie schwer es sein wird, das Instrument zu verkaufen. Ach, solche Ganoven kennen doch immer jemanden, der sowas in bare Münze tauscht. Verlass dich drauf, selbst wenn's weit unter Preis ist. Mr. Aberdeen, Sie haben Ihr Jackett an der Rezeption liegen lassen. Vielen Dank, aber das gehört unserem Musikus. Ich werde es ihm morgen geben. Danke. Kann ich für Sie noch etwas tun? Sie können. Einen doppelten Scotch auf Rechnung des Hauses, wenn's genehm ist. Warte, ich schließ auf. Halt mal diesen muffigen Zwirn. Puh, du hast recht. Den hätte Hayes bekannter aber ruhig vorher lüften können. Da ist was aus der Tasche gefallen. Der Schlüssel vom Geigenkasten. Tja, dann wird der Langfinger die Geige wohl ohne verkaufen müssen. So, hereinspaziert. Du? Findest du das nicht auch merkwürdig? Seit wir mit dem alten Knaben unterwegs sind,
wundere ich mich langsam über nichts mehr. Nein, ich meine das mit dem Schlüssel. Die Geige lag doch verschlossen im Kasten. Welcher Dieb macht sich denn die Mühe, so einen Kasten aufzubrechen, wenn vor ihm Bargeld und Schmuck liegen? Ja, das klingt ziemlich verrückt. Bei so einem dreisten Überfall muss doch alles sehr schnell gehen, oder nicht? Ich würde mir alles greifen, was nicht nied- und nagelfest ist, und wieder abhauen. Aber so eine Geige? Das stimmt, Liebes. Irgendwas ist faul an der Sache. Vielleicht hat man Mr. Hayes bei der Anreise erkannt. Wenn dieser jemand auch noch von seinem Abschiedskonzert wusste, dann auch, dass er seine Stradivari dabei haben würde. Ein bisschen viel Zufall, findest du nicht? Ich hätte da eine andere Theorie. Warte mal. Ich will kurz was überprüfen. Was? Los, sag schon. Sei mal ganz leise. Er hat die Verbindungstüre nicht abgeschlossen. Was willst du denn in Hayes Zimmer? Ihn auch beklauen. Moment, bin gleich wieder da. Ihn. Sein Koffer. Ja, sein Koffer. Du kannst doch nicht einfach in seinem Koffer rumschnüffeln. Hey, ich schleppe das Ding schließlich, seit wir aus Birmingham abgereist sind. Ich habe ein Recht zu erfahren, was mir da die Arme langzieht. Was? Grüne Samttücher. Und darin eingeschlagen der Schatz des Londoner Towers. Wie? War nur ein Scherz. Sehr witzig. Aber warum zum Teufel schleppt der Kerl Tafelsilber und Silberplatten mit sich herum? Oder besser gesagt, warum lässt er mich das ganze Blech schleppen? Das Übliche, was ein Künstler mit auf Reisen nimmt. Wirklich komisch. Da liegt ein Zettel. Eine Quittung. Lass mal sehen. Hey, nicht so gierig. Das ist die Quittung einer Pfandleihe. Ein Pfandschein? Ja. Lomax Pfandhaus und Geldanleihe. Datiert gestern um 15 Uhr. Hier in Northampton. Gib mal her. Hey, und mir was von Benimm erzählen. 6 silberne Kerzenhalter, 3 diamantbesetzte Krawattennadeln, silbernes Vorlegebesteck mit Horngriffen. Unser Künstler scheint seinen Hausstand zu veräußern. Und zwar für genau 120 Pfund Sterling. Aber warum? Warum bringt einer was zum Pfandhaus? Natürlich, weil er Geld braucht. Das ist doch lächerlich. Ein so berühmter Musiker wie Desmond Hayes sollte in Geldschwierigkeiten stecken? Darf ich dich daran erinnern, dass er gestern die nämliche Summe von 120 Pfund verspielt hat? Richtig. Und wo wir gerade dabei sind, außer der Geige war nichts von unserem lieben Mr. Hayes im Safe deponiert. Ich habe die Eintragung ins Safebuch vorhin lesen können. Da stand nur die Geige drin. Er sprach aber davon, dass er seine Barschaft hier im Safe hinterlegt hätte. Er hat uns angelogen. Ja. Und was noch schlimmer ist, ich bleibe auf dem Taxigeld sitzen. Aber was soll das alles? Vor mir fügt sich so langsam ein sehr fantastisches Bild zusammen. Und das wäre? Das sage ich dir, wenn ich von meinem kleinen Spaziergang zurück bin. Du willst jetzt spazieren gehen? Mitten in der Nacht? Ja, ich denke, 110.000 Pfund sind einen kleinen Spaziergang wert. Ah, da kommt ja unser Musikgenie. Guten Morgen, Mr. Hayes. Na, ob dies ein guter Morgen ist, wage ich doch stark zu bezweifeln. Dennoch Ihnen beiden dasselbe. Und? Haben Sie gut geschlafen? Es ist immerhin schon 11 Uhr. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich die ganze Nacht für mein Londoner Publikum gegrämt. Die ganze Mühe der Vorbereitung, der Weg hierher, alles umsonst. Wenigstens trifft sie ja keine Schuld. Das wird Ihnen sicherlich auch Mr. Barclay gesagt haben, nicht wahr? Sie sagen es. Hier, ich kann Ihnen das Früchtebrot empfehlen.
Ja, danke. Sie wollen das Konzert wirklich absagen? Aber warum? Wieso spielen Sie nicht auf einer anderen Violine? Ich bin davon überzeugt, dass Sie auch auf einer gewöhnlichen Geige ein wunderbares Konzert geben werden. Natürlich, Sie haben ganz recht, Miss Sherman. Auch auf einer Violine von weniger Wert entführe ich das Publikum in eine andere Welt. Aber es geht leider nicht. Gerade dieser letzte Auftritt sollte die Krönung all meines Schaffens sein. Die eigentliche Königin des Abends war meine Stradivari. Ich nur der Diener, der sie umsorgt. Nein, nein, ich weiß, was ich meinem Publikum schulde. Und darum sage ich Ihnen, der Traum ist ausgeträumt. Wunderschön gesagt. Sie sind wirklich ein Mann mit Prinzipien. Umso mehr wird es Sie freuen zu hören, dass ich Ihre Geige hier bei mir habe. Meine... Wie bitte? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich konnte die Geige den Klauen des Diebes entreißen. Das ist doch unmöglich. Sie nehmen mich auf den Arm, oder? In Ihrer traurigen Situation Spott mit Ihnen treiben? Wo denken Sie hin? Bitte sehr. Das ist doch Ihr Geigenkasten, oder? Nicht? Er trägt Ihre Initialen. Tatsächlich. Das ist er, aber... Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn zu öffnen, aber Sie besitzen ja den Schlüssel. Oh, bitte, schnell. Lassen Sie uns hineinschauen. Moment. Sieh an. Der Schlüssel passt. Und? Tata! Nicht zu fassen. Das ist wirklich meine Stradivari. Aber Sie konnten doch unmöglich wissen, wohin der Dieb mit ihr verschwunden ist. Nennen wir es das Glück des Tüchtigen. So ein Morgenspaziergang wirkt manchmal Wunder. Und? Ist das eine Überraschung? Ja, das kann man wohl sagen. Oh, Mr. Hayes, ich freue mich ja so für Sie. Jetzt geht Ihr größter Wunsch doch noch in Erfüllung. Sie können noch einmal auftreten und die Menschen mit Ihrer Musik verzaubern. Und das alles? Wegen meines süßen Kuriers. Und nicht der Rede wert. Du kennst doch mein Motto. Sie wollen den Besten? Nehmen Sie Preston. So, dann frühstückt ihr noch in Ruhe zu Ende. Ich muss mal kurz telefonieren. Wen rufst du an? Erst mal bei Mr. Barclay, um Entwarnung zu geben. Könnte mir vorstellen, dass er sehr erfreut sein wird. Genauso erfreut wie Sie. Tja, und dann verständige ich noch die Polizei. Was? Die Polizei? Selbstverständlich. Ich habe Ihre Fiedel heute Morgen im Schaufenster eines Pfandhauses entdeckt. Gar nicht weit von hier. Und nur durch puren Zufall. Also, er hat sie ins Schaufenster gelegt? Ja. Und für 200 Pfund hätte man sie laut Preisschild kaufen können. Preisschild? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe Ihre Entrüstung, aber der Dieb bekommt sie ja jetzt doppelt zurück. Erstens, weil ich mit Hilfe eines Pflastersteins die Geige aus dem Schaufenster geholt habe. Und zweitens, weil ich ihm jetzt die Polizei auf den Hals hetze. Bis gleich. Preston, bestell uns doch gleich auch ein Taxi. Ja, richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Ein Taxi? Ja, in einer Stunde geht unser Expresszug nach London. Von Gleis 3. Und jetzt steht unserer Reise ja nichts mehr im Weg. Ich muss aber vorher noch unbedingt diesen Anzug zurückbringen. Das hatte ich meinem Freund fest versprochen. Ich bitte Sie, das ist doch kein Problem. Wir werden den Anzug hier an der Rezeption abgeben mit der Bitte, ihn an die betreffende Adresse zu liefern. Das ist man uns schuldig, nach all der Aufregung. Ja, aber es wäre auch wichtig, dass ich noch persönlich mit meinem Freund spreche. Sie können ihn ja von hier anrufen. Ja, er hat leider kein Telefon. Noch so ein Verfechter der Romantik.
Na, dann schicken Sie ihm aus London einfach ein Telegramm. Er wird sicherlich Verständnis für Ihre Situation haben. Tja, tja, dann werde ich wohl mal packen. Haben Sie denn keinen Hunger? Sie haben noch nicht einen Bissen gefrühstückt? Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Sie frühstücken ja eigentlich nie. Aber einen Tee werden Sie doch trinken, oder? Nein, danke. Wirklich nicht. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Sagen Sie mir noch kurz die Adresse Ihres Freundes. Dann gebe ich an der Rezeption schon mal Bescheid. Ach, wissen Sie, ich werde auf der Rückfahrt hier noch einen Zwischenstopp einlegen. Das ist mir lieber. Auch gut. Wir treffen uns dann, sagen wir, in einer halben Stunde in der Lobby. Und darf ich um den Schlüssel für den Geigenkasten bitten? Natürlich, natürlich, natürlich. Er hat die Story geschluckt und jetzt martert er sich den Kopf, wieso was denn nur möglich ist. Er tut mir fast schon ein bisschen leid. Der? Leid? Nach dieser Episode? Wann wirst du es ihm sagen? Das hängt ganz von ihm ab. Aber ich denke, wir lassen ihn noch ein bisschen schmoren. Er ist jetzt wieder am Zug und ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt, was noch kommen wird.
Noch 5 Minuten. Der hat vielleicht Nerven. Schmeckt der Kaffee? Hm. Hauptsache, ich bekomme was Warmes in den Bauch. Ich bin von der Nacht noch immer ganz durchgefroren. Ich heize grundsätzlich nicht im Frühling. Aber wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen noch eine zweite Decke. Und dann dieses Frühstück, nicht zu glauben. Ich bin Langschläfer. Ich frühstücke eigentlich nie. Ein bisschen mehr Glamour hätte ich von einem so bekannten Musiker schon erwartet. Ich hab's dir doch schon vorher gesagt. Alles Exzentriker. Aber dafür pokert der Knabe umso besser. Ja, wenn ich dich nicht mit ins Bett geschleift hätte, hätte der dich bestimmt bis aufs Hemd ausgezogen. Und zur Belohnung dürfen wir diesem Geigengeizhals auch noch ein Ticket erster Klasse spendieren. Das erstattet uns doch Barclay & Frampton. Wo bleibt der Kerl? Ich dachte, der wollte sich nur kurz Zigaretten holen. Er wird schon kommen. Wie geht's dem Frachtgut? Es hat sich zumindest noch nicht darüber beschwert, dass es von so einem grobschlächtigen Klotz wie mir getragen wird. Oh, na, das wurde aber auch Zeit. Unser Zug geht in 2 Minuten. Sie müssen entschuldigen, aber... Hey, was ist mit Ihren Zigaretten passiert? Lauter Papierschnipsel. Nein, nein, das sind keine Zigaretten, das sind Lose. Lose? Ja, das Tabakwarengeschäft im Bahnhof verkauft Lose. Immer wenn ich hier bin, kaufe ich mir welche. Anscheinend mit bescheidenem Erfolg. Sie haben recht. Alles Nieten. Lose hin und her. Lasst uns endlich einsteigen. Sonst fährt der Zug wirklich noch ohne uns. Oh, das wäre in der Tat schlecht. Abteil 7. Noch eins weiter. Oh, das erinnert mich an die gute alte Zeit. Ja, wirklich hübsch hier. Oh, das Abteil hat sogar einen separaten Ruheraum. Oh, warten Sie ab, bis wir den Lunch im Speisewagen einnehmen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als beim Essen aus dem Fenster zu gucken und die herrliche Landschaft zu genießen. Sie wollen im Speisewagen essen? Na, selbstverständlich. Ach, haben Sie mal eine Zigarette für mich? Aber Sie wollten doch... Das hab ich über das Losekaufen völlig vergessen. Ah. Mr. Aberdeen. Ach Gott. Ja. Schon. Mach nicht so ein finsteres Gesicht. In ein paar Stunden sind wir in London und um ganze 1100 Pfund schwerer. Du kannst mir glauben, das ist das Einzige, woran ich die ganze Zeit denke. Dieser Hayes geht mir mit seiner blasierten Art sowas von gegen den Strich. Oh, also ich finde ihn süß. Er ist so ganz anders als die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Ja, nur, dass er mich scheinbar mit seinem Manager verwechselt. Wenn Sie so freundlich sein würden, das für mich zu erledigen. Wieso kann der Typ sich sein Steak nicht selbst beim Ober bestellen? Nebenbei bemerkt, natürlich das teuerste Gericht auf der Karte. Er ist nun mal Künstler und schwebt völlig über den Dingen. Nur weil er mal berühmt war, lasse ich mich noch lange nicht herumkommandieren. Mal ganz abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit für seine Unkosten aufkommen dürfen. Ich bin sicher, dass Mr. Barclay uns auch dafür großzügig entschädigen wird. Außerdem, es war doch nett von ihm, dass er uns das Klappbett für ein Mittagsschläfchen angeboten hat, oder nicht? Schade, dass du es nur so gentlemanhaft abgelehnt hast, Preston. Der soll sich mal schön selbst in seinem Separé verlustieren. Seit meiner letzten Reise meide ich lauschige Plätze in Zügen. Hm, geschieht dir ganz recht. Was musstest du dich auch mit dieser Frau einlassen? Einlassen? Ich habe dir doch schon 100 Mal gesagt, dass sie... Ja, ich weiß, dass sie dich mit einer Waffe bedroht hat. Und je öfter du mir das erzählst, desto weniger glaube ich dir diese Geschichte. Das ist mal wieder typisch, Frau. Da,
Und meine Zigaretten hat er auch fast alle aufgeraucht. Dann kaufst du dir in Northampton halt neue. Wir müssen doch bald da sein, oder? Ja, ich denke in einer guten Stunde. Und dort bleiben uns noch genau 7 Minuten Zeit fürs Umsteigen. Wenigstens müssen wir auf dieser Strecke nur einmal umsteigen. Das ist doch auch schon was. Ach, Sarah, was würde ich nur ohne meinen blonden Sonnenschein anfangen? Du siehst immer noch die positiven Dinge. Solltest du auch mal versuchen. So, Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme. Du hältst dich aber genau an die Vorschriften, was? Wenn wir in unserem Büro demnächst Büffelledersofas stehen haben, weißt du auch warum. Oh. Da haben wir das gute Stück. Kannst du dir vorstellen, dass die Leute so viel Geld für eine Geige ausgeben? Ehrlich gesagt, nein. Aber dieses Instrument ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und wie es scheint, sind diese nicht spurlos daran vorübergegangen. Preston, sei bloß vorsichtig damit. Rüttel nicht so daran rum. Ich rüttel überhaupt nicht daran rum. Das ist doch so schon... Was in aller Welt machen Sie da? Ich wollte nur... Geben Sie her! Sie sollen meine Stradivari nach London bringen und sonst nichts. Wer gibt Ihnen das Recht, sie zu betatschen? Die Versicherungsgesellschaft. Und ich betatsche sie nicht, sondern ich prüfe sie alle 4 Stunden auf Transportschäden. Das steht in meinem Kontrakt, Mr. Hayes. Dann bitte nur noch unter meiner Aufsicht. Diese Geige ist über 200 Jahre alt. Man muss sie wie eine schöne und zarte Frau behandeln, mit Ehrerbietung und streichelnden Berührungen. Oh, was für ein wunderschöner Vergleich. Den ich stets beherzige, Miss Sherman. Ich habe die Frauen trotz meines Ruhmes immer auf Händen getragen. Und was ist mit Mrs. Hayes? Das war ein bitterer Preis, den ich für meine glanzvolle Karriere zahlen musste. Es blieb nie die Zeit für ein normales Leben zu zweit. Die Frauen blieben leider immer nur sehr kurz an meiner Seite. Wundert mich nicht. Wir erreichen in wenigen Minuten Northampton. Der Expresszug nach London fährt auf Gleis 3. Wenn Sie die Überführung zur Rechten unseres Zuges benutzen, erreichen Sie ihn ganz bequem und in Ruhe. Vielen Dank. Warten Sie einen Moment. Ich habe leider kein Kleingeld. Wenn Sie so freundlich sein würden, das für mich zu erledigen. Tut mir wirklich sehr leid, aber ohne meine Brille bin ich so gut wie blind. Kein Problem. Ich suche gerne sämtliche Waggons nach Ihrer Brille ab. Gerade jetzt, wo wir so viel Zeit haben. Ich hab sie! Oh, sie lag noch im Speisewagen. Ach, ein Segen. Ach, Sie sind ein Engel. Vielen Dank. Jetzt aber los. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht noch. Soll ich Ihnen vielleicht die Geige so lange abnehmen? Immerhin tragen Sie schon 3 Gepäckstücke. Nun, Ihre Geige fällt kaum ins Gewicht, Mr. Hayes. Nur frage ich mich, was Sie in Ihren Koffer gepackt haben. Der ist schwer wie Blei. Och, das sind nur die üblichen Dinge, die so ein Künstler auf Reisen mitnimmt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht beim Tragen helfen kann, aber Sie wissen ja, ich muss meine Hände schonen. Warten Sie, ich öffne die Tür. Moment, ich stehe ja noch auf der obersten. Oh, meine Geige! Sind Sie denn wahnsinnig geworden, so Hals über Kopf aus dem Zug zu springen? Ach, geben Sie her. Darling, hast du dir was getan? Nein, nein, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Oh, du hattest Glück, dass du in den Stapel Taschen gefallen bist. Wie man's nimmt. Aber irgendwas ist bei dem Sturz zu Bruch gegangen. Ich hab's deutlich knacken hören. Und wenn es nicht meine Knochen waren... Oh nein! Wenn meine Geige auch nur einen winzigen Riss hat, ist sie für immer dahin. Sie ist heil geblieben. Vielleicht hast du dich geirrt, Preston.
Hey, Sita, was machen Sie mit meinen Taschen? Sie müssen entschuldigen. Ich hatte nicht die Absicht, Ihre Taschen zu stehlen. Ich bin nur gerade wegen eines dummen Versehens aus dem Waggon gestürzt und in Ihre Taschen gefallen. Sie sind in meine Taschen gefallen? In meine Crockett-Ausrüstung? Crockett-Ausrüstung? Sie Unglücksvogel! Sie haben einen sämtlichen Schlaghammer zerholzt. Die waren nagelneu. Und so einer will auf meine Stradivari aufpassen. Ich werde Mr. Barkley einen geharnischten Brief schreiben. Sie halten sich am besten mal ganz zurück, Herr Kapellmeister. Wegen Ihrer Ungeschicklichkeit hätte ich mir beinahe den Hals gebrochen. Verzeihung, aber kann ich ahnen, dass die oberste Stufe nach unten wegklappt? Sie können doch Noten lesen, oder? Versuchen Sie es zur Abwechslung mal mit Buchstaben. An der Zugtür hängt ein rotes Schild mit dem Hinweis: Achtung, oberste Stufe schwingt beim Öffnen zurück. Und warum stellen Sie sich darauf, wenn Sie es doch wussten? Wenn ich nur kurz unterbrechen darf. Wer kommt denn jetzt für den Schaden auf? Wie viel haben Ihre Hämmerchen gekostet? 15 Pfund habe ich dafür bezahlt. Und nicht einen Schilling weniger. 15 Pfund natürlich. Überhaupt kein Problem. So, da haben Sie Ihre 15 Pfund. Zufrieden? Jawohl. Vielen Dank. Preston? Gib dir keine Mühe, Sarah. Mich kann nichts mehr erschüttern. Gut zu wissen. Dann kann ich dir ja auch ruhig sagen, dass wir soeben den Expresszug nach London verpasst haben. Oh, das macht doch nichts. Dann nehmen wir eben den nächsten Expresszug. Der fährt aber erst morgen. Umso besser. Dann haben wir Zeit, uns das Windhundrennen anzusehen. Das findet hier jeden Mittwoch statt. Deshalb komme ich mindestens einmal im Jahr her. Wie wär's? Ich lade Sie ein. Oh. Und wo werden wir schlafen? Natürlich im Imperial. Die erste Adresse am Ort. Ist gar nicht weit weg von hier. Dazu darf ich uns dann einladen, nehme ich an. Da wir es Ihnen zu verdanken haben, dass wir hier festsitzen. Ich werde den Auftrag zu Ende bringen. Die Geige wird heil in London ankommen. Aber für unseren geschätzten Musiker übernehme ich keine Garantie. So, das wäre erledigt. Und was hat Mr. Barkley gesagt? Er hat uns viel Glück gewünscht und sich dafür entschuldigt, dass er die exzentrischen Anwandlungen seines Klienten offensichtlich unterschätzt hat. Das klingt wenig tröstlich. Moment, es geht noch weiter. Mr. Barkley hat wegen der Unkosten eine Zahlungsanweisung an die hiesige Bank von England telegrafieren lassen. Wir können das Geld in der nächsten Stunde abheben. Na, das hört sich schon besser an. Dann kann ich mir davon ja was Passendes zum Anziehen kaufen. Was Passendes zum Anziehen? Wofür, wenn ich fragen darf? Na, wenn wir zum Windhundrennen gehen, kann ich doch unmöglich in diesem Aufzug erscheinen. Ja, aber... Und dann das Dinner heute Abend, hier im Hotel. Na, das wird ja ein lustiger Nachmittag. Erst Kleiderkauf und dann ein Besuch bei der gehobenen Gesellschaft auf dem Rennplatz. Und zum Ausklang ein überteuertes Dinner in pompösem Rahmen. Es hatte doch sein Gutes, dass wir mit der Bahn gefahren sind. So bekomme ich endlich mal was Schickes zum Anziehen. Ich frage mich, ob seine Lordschaft auch solch ein Aufhebens um sein Äußeres machen wird. Macht er. Mr. Hayes ist kurz weg, einen Freund besuchen. Er wollte sich von ihm die passende Garderobe leihen. Er ist weg? Ja, während du noch telefoniert hast. Aber er hat doch hoffentlich die Geige hier gelassen. Keine Sorge, Preston. Die Geige ist hier bei mir. Du möchtest sie nachher unbedingt in den Hotelsafe bringen und nicht mit zum Windhundrennen. Als ob ich das nicht selber wüsste. Dafür hat er übrigens seinen Koffer mitgenommen. Das schwere Ding? Wofür? Für die Kleidung, wie er sagte. Na dann viel Spaß. Der ist zentnerschwer. Ihm schien das nichts auszumachen.
Er war richtig aufgeregt und sagte, wir sollten uns um kurz vor 16 Uhr am Stadioneingang treffen. In der Bacon Street. Gut, dann bleibt mir ja noch genug Zeit, die Geige in genauen Augenschein zu nehmen. Preston? Warum gehen diese verflixten Schnappverschlüsse denn nicht auf? Das wollte ich dir gerade erzählen, Darling. Wie? Erzählen? Mr. Hayes sagte, er wolle nicht, dass du nochmal so unsanft mit seinem Ein und Alles umgehst. Deshalb hat er den Geigenkasten abgeschlossen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du machst Witze, stimmt's? Also... Nein, sie macht natürlich keine Witze. Was denkt sich dieser alternde Paganini eigentlich? Schließt der Kerl doch tatsächlich den Kasten ab. Wie soll ich denn jetzt bitte meiner vertraglichen Pflicht nachkommen? Du hättest ihm sofort den Schlüssel wegnehmen sollen, Sarah. Ach, nun komm schon. Die Geige ist doch bei dir in guten Händen. Und so wie du auf das Ding aufpasst, kann doch gar nichts passieren. Mag sein. Aber mir geht's mehr um das, wie Mr. Hayes könnte durchaus etwas einsichtiger sein. Spleen hin oder her. Du hast noch gar nicht erzählt, wie viel Pfund uns der gute Mr. Barclay hat anweisen lassen. Ich sehe, du nimmst meine Meinung sehr ernst. Wir bekommen 100 Pfund. 100 Pfund? Oh, Preston, was ich mir davon für ein schönes Kleid kaufen kann. Mr. Barclay sagte übrigens, wir mögen für alles Quittungen mitbringen. Was? Quittungen? Aber dann... Liebes, was soll's? Er kann es uns ja vom Honorar abziehen. Also ihre stoische Ruhe möchte ich haben. Wenn ich gerade so ein Sümmchen verloren hätte, würde ich alles andere tun, aber sicher kein lustiges Liedchen pfeifen. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Es war halt Pech. Eigentlich hätte dieser Hermes das Rennen nach Hause laufen müssen, nach den Ergebnissen der Vorläufe. Vielleicht war er wegen der Vorläufe ein wenig geschafft. Ach, es war einfach fantastisch. Ich bin noch nie bei einem Rennen dabei gewesen. Was? Sie scherzen? Auch nicht bei einem Pferderennen? Nein! Oh, es war so aufregend. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mitwetten. Oh, das ist die richtige Einstellung. Wer im Leben nichts riskiert, der wird vom Nektar des Lebens niemals kosten. Halbseidene Weisheiten der High Society. Und was machen wir jetzt? Ich bin noch so aufgewühlt von der Atmosphäre hier. Die vielen Menschen, der Gong zum Start, die Jubelrufe. Wenn's euch nichts ausmacht, würde ich dann gern den Luxusimbiss im Hotel einnehmen. Für heute bin ich genug durch Northampton gepilgert. Oh ja, bitte. Das ist genau der passende Abschluss für diesen herrlichen Abend. Ich freue mich schon darauf, mein neues Kleid zu tragen. Oh, ich bin sehr gespannt, für welche raffinierte Kreation Sie sich entschieden haben. Eine so hübsche Dame wie Sie sollte sich eigentlich nur in Seide hüllen. Oh, lassen Sie sich überraschen. Sagen Sie mal, haben Sie bei Ihrem Freund Ballast abgeworfen? Wie meinen? Auch wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist, ich schleppe abermals Ihren Koffer. Der scheint mir um ein Vielfaches leichter geworden zu sein. Nein, ich habe nichts damit angestellt. Vielleicht liegt es an den ausgezeichneten Sandwiches, die Sie hier im Stadion verkaufen. Die haben Sie wieder zu Kräften kommen lassen. Ja, wahrscheinlich. Da vorne stehen Taxen. Nehmen wir uns eins? Bis zum Imperial sind es bestimmt 2 Meilen. Von mir aus. Mr. Hayes, einverstanden, wenn wir uns ein Taxi teilen? Ja, selbstverständlich, aber Sie müssen dann kurz das Geld für mich auslegen. Meine Barschaft befindet sich nämlich im Hotel-Safe. Kleinigkeit.
Nach Ihrer großzügigen Sandwich-Spende vorhin ist es nur recht und billig, wenn ich jetzt wieder die Brieftasche zücke. Sehr nobel von Ihnen, Mr. Aberdeen. Wie viel haben Sie eigentlich eben beim Wetten verloren? Oh, das werden nur so um die 120 Pfund gewesen sein, nicht der Rede wert. Geiger oder Versicherungsunternehmer, das sind anscheinend solvente Berufe. So Darling, viel haben Sie verloren? Na, ich bitte Sie, das ist doch keine Summe. Sarah, 120 Pfund, was ist das schon? Kaufte ich dir nicht unlängst Rosen für 120 Pfund? Nein, mir nicht. Dieser Joyce vielleicht. Okay, wenn wir wieder zu Hause sind, holen wir das nach. Ja, das ist die oberste Pflicht eines Gentlemans, seine Liebste auf Blumen zu betten. Miss Sherman, ich werde Ihnen alle Sträuße schenken, die mir mein begeistertes Publikum nach diesem letzten Konzert zuwerfen wird. Oh Mann. Taxi! Preston? Darling? Preston, wach auf! Was? Was ist los, Süße? Ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht... Und deshalb wächst du mich auf? Wie spät ist es? Fast 2:30. Nach diesem ereignisreichen Tag kannst du nicht schlafen? Sonst bist du doch die Erste, die sich ins Land der Träume verabschiedet. Ich glaube... Ich hätte diese Austern nicht mehr essen sollen. Ach, etwa die Austern, vor denen dich ein flüchtiger Bekannter, wir wollen ihn Preston nennen, noch eindringlich gewarnt hat. Hm. Die den ganzen Abend ohne Eis darum lagen und nur darauf gewartet haben, dass sich an ihnen jemand den Magen verdirbt. Also, ist dir schlecht? Ja, mir ist schlecht. Speiübel. Da kannst du froh sein, dass du so einen patenten Kerl wie eben diesen Preston kennst. Der hat nämlich ein altes Hausmittel auf Lager, das einen verdorbenen Magen blitzschnell kuriert. Also diese hoteleigenen Pyjamas sind schon sehr bequem, alles was recht ist. In puncto Service sind die hier kaum zu schlagen. Ist deine Schlafgarnitur auch bequem? Weiß nicht. Oh, beeil dich, Preston. Mir ist so schlecht. Keine Sorge, Sarah. Ich mixe dir schnell unten was in der Hotelbar. Wenn du den Drink aufhast, wirst du dich wie neugeboren fühlen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Bin gleich wieder da mit deiner Medizin. Wollen doch mal sehen, wen wir hier noch stören können. Nanu? Keiner mehr an der Rezeption? In so einem noblen Schuppen? Gut, klingeln wir eben. Die haben die Hotelbar bestimmt abgeschlossen. Und wenn ich nicht einbrechen will... Imperial, schimpft sich der Kasten. Und die stellen keinen ab, der für Nachtschwärmer parat steht? Mieser Service. Tja, dann werde ich mir wohl ohne Erlaubnis... Was zum... Das wird ja immer besser. Der Empfangschef persönlich liegt ausgestreckt auf dem Boden und macht ein Nickerchen. Hey, guter Mann. Ausgeschlafen? Moment mal, der blutet ja. Was ist mit Ihnen passiert? Leiden Sie unter epileptischen Anfällen? Nein, ganz und gar nicht. Man hat mich niedergeschlagen. Was? Niedergeschlagen? Ja, das war so gegen 1. Ich muss kurz das Bewusstsein verloren haben. Oh, mein Kopf. Aber warum sollte man Sie niederschlagen? Das ist ein Hotel und keine Bank. Ich weiß es nicht. In all den Jahren, die ich hier nun Empfangschef bin, ist sowas noch nie vorgekommen. Der Mann sah auch in keinster Weise verdächtig aus.
Er war sogar etwas älter als ich. Und er kam mit dem Aufzug runter in die Lobby. Ich dachte, er wäre ein Gast. Der Schlüssel. Welcher Schlüssel? Der Schlüssel vom Safe. Ich trage ihn immer an einem Kettchen in meiner Jackentasche. Er ist weg. Zeigen Sie mal her. Hier. Nur die Kette ist noch da. Dann hatte es der Gauner offensichtlich auf die Wertgegenstände in Ihren Schließfächern abgesehen. Aber das Imperial ist doch sicher glänzend versichert, oder? Selbstverständlich. Aber ob das für Mr. Hayes Geige reichen wird? Verflixt. Das hatte ich ganz vergessen. Die verdammte Varestrari war ja im Hotel safe. Verständigen Sie sofort die Polizei. Ich sehe in den Büroräumen nach. Vielleicht ist der Gauner noch im Haus. Warum hab ich Idiot nur auf ihn gehört und das Ding hier deponiert? Ich hätte sie die ganze Zeit bei mir behalten müssen. Weg. Ich werd verrückt. Preston? Preston Aberdeen. Sie hören meinen zweiten Fall. Viel Schotter für altes Holz. Kurierdienst Preston Aberdeen, was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, aber Mr. Aberdeen ist zurzeit außer Haus. Richtig, ein wichtiger Termin. Natürlich, Sir. Er wird Sie umgehend zurückrufen. Selbstverständlich, Mr. Barclay. Ich lege ihm eine Notiz auf seinen Schreibtisch. Wie war Ihre Durchwahl, bitte? Habe ich notiert, Mr. Barclay. Mr. Aberdeen wird Sie noch heute zurückrufen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Preston? Hey, Preston! Preston, Darling, wach auf! Ich habe eine Überraschung für dich. Joyce, du... Aber das ist doch unmöglich, Joyce. Och, du Schuft! Au! Was ist denn los? Ich wusste doch, dass du mir etwas verheimlichst. Wer ist Joyce? Joyce? Das ist... nein, war... Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Mein Gott, Sarah. Was hatte ich gerade für einen fürchterlichen Albtraum? So, Albtraum. Den Eindruck hatte ich allerdings nicht. Wer ist Joyce? Das war diese fiese Killerin vom amerikanischen Geheimdienst. Ich hab dir doch erzählt, dass sie mich mit vorgehaltener Waffe in ihr Abteil gezwungen hat. Und wenn mir das Schicksal nicht zu Hilfe gekommen wäre, hätte die mich auch eiskalt liquidiert. Und alles nur wegen dieses Mikrofilms. Richtig, das hast du mir erzählt. Allerdings sagtest du damals, du wüsstest nicht mal ihren Vornamen. Ja, der ist mir wohl gerade im Traum wieder eingefallen.
Und du hast mir auch nie erklärt, warum keiner auf euch aufmerksam geworden ist. Ich meine, wenn sie dich mit einer Waffe quer durch den Zug gedrängt hat. Sie hatte die Waffe in ihrer Manteltasche versteckt. Die konnte keiner sehen. Nur ich habe den harten Lauf im Rücken gespürt. Musste die ganze Zeit um mein Leben fürchten. Zufrieden, mein Engel? Hier. Da hat gerade ein Mr. Barclay angerufen. Er wartet dringend auf deinen Rückruf. Hat er gesagt, worum es sich handelt? Es ginge um einen sehr wichtigen Transport innerhalb Großbritanniens. Mehr hat er nicht gesagt. Barclay. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Wann hat er angerufen? Keine 2 Minuten her. Hast du ihm gesagt, ich wäre unterwegs? Bei einem wichtigen Termin, ja. Braves Mädchen. Dann kann ich mich ja noch eine Weile ausruhen. Preston, was soll eigentlich dieser Unsinn? Glaubst du immer noch, du könntest die Leute mit dieser Masche beeindrucken? So ist es, Darling. Wenn dieser Aberdeen ständig unterwegs ist, muss er ja sehr beschäftigt sein, denken sich die Leute. Und sowas schafft Vertrauen. Wer viel arbeitet, auf den ist Verlass. So funktionieren die Menschen, Darling. Wenn du meinst. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass man daraus auch etwas anderes schließen könnte? Und das wäre? Dass der arme Chef des Kurierdienstes Aberdeen jeden kleinen Job allein erledigen muss, weil er keine Mitarbeiter hat. Normalerweise sitzt nämlich der Boss hinter dem Telefon und verteilt die Arbeit. Träum schön von deiner Joyce. Meinst du wirklich, dass die Leute das so missverstehen könnten? Hey, Sarah! Wieso hat sie mir das nicht schon ein bisschen früher gesagt? Wenn ich so drüber nachdenke... Nein, wie unangenehm. Ja? Mr. Barclay, der Mann von dem Kurierdienst ist in der Leitung. Ah, sehr gut. Bitte stellen Sie das Gespräch durch. Barclay and Frampton Insurance? Mr. Barclay? Am Apparat. Aberdeen, vom Kurierdienst Aberdeen. Sie baten um meinen Rückruf. So ist es, Mr. Aberdeen, und wie ich feststelle, ist auf Ihre Sekretärin Verlass. Es ist immerhin noch keine Viertelstunde her, dass ich Ihr Büro angerufen habe. Ja, ja, wenn ich meine Sekretärin nicht hätte. Sie koordiniert meine ganzen Termine. Sie verstehen, ich bin auch gerade erst zur Tür rein. Klingt nach viel Arbeit. Ja, ich meine, nein. Nur bei den wirklich wichtigen Geschäften kümmere ich mich immer persönlich darum, dass alles reibungslos läuft. Den Rest erledigen meine Mitarbeiter. Ich dachte, der Kurierdienst Aberdeen wäre ein Einmannunternehmen. Wie kommen Sie darauf? Nun, weil Sie es einem Zeitungsreporter gegenüber erwähnt haben. Oder man hat sie in der Times falsch wiedergegeben. Ach ja, verdammt, das Interview. Sie dürfen nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Nun ja, der Artikel über Ihre unglaublichen Erlebnisse war es eigentlich, der mich dazu bewogen hat, Sie anzurufen. Ach, der Artikel in der Times. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das war schon ganz richtig soweit. Aber womit kann ich Ihnen helfen, Mr. Barclay? Ich habe eine heikle Aufgabe für Ihren Kurierdienst, Mr. Aberdeen. Bei weitem nicht so heikel wie das in Berlin, aber dennoch von großem Wert. Und das meine ich wörtlich. Worum handelt es sich genau, Sir? Bevor ich Ihnen erkläre, worum es geht, wissen Sie, wofür der Name Barclay & Frampton steht, Mr. Aberdeen? Da sich sowohl Ihre Sekretärin als auch Sie mit Barclay & Frampton gemeldet haben, gehe ich davon aus, dass sich dahinter tatsächlich eine Versicherung verbirgt. Ganz recht, Mr. Aberdeen, aber nicht irgendeine x-beliebige Versicherung. Die Barclay & Frampton Insurance ist, neben Lloyds, das Renommee unter den Versicherungsgesellschaften Englands. Ich wusste doch, dass ich den Namen Barclay schon gehört habe. Funktioniert Ihre Versicherung nach dem gleichen Prinzip wie Lloyds, Mr. Barclay? Exakt nach dem gleichen Prinzip. Für jede abgeschlossene Police haftet nicht etwa die Firma Barclay & Frampton, sondern einer unserer überaus wohlhabenden Gesellschafter, die hinter der Versicherung stehen.
und die verständlicherweise ungenannt bleiben möchten. Natürlich. Für das Risiko, im Falle eines Falles in Haftung zu treten, erhält dieser Gesellschafter eine, sagen wir, angemessene Prämie, die vom Versicherungsnehmer zu entrichten ist. Dann haben Sie sicherlich sehr viele dieser Gesellschafter, nehme ich an. Sie sagen es, Mr. Aberdeen. Durch die zahlreichen und ebenso zahlungskräftigen Gesellschafter können wir ähnlich hohe Versicherungssummen in Aussicht stellen wie Lloyds, ohne im Falle des tatsächlichen Schadeneintritts einen Bankrott fürchten zu müssen, da wir nicht mit unserem Firmenvermögen haften. Kommt das denn oft vor? Öfter als Sie denken. Erst kürzlich mussten wir für einen westindischen Teppich 15.000 Pfund abschreiben. 15.000 Pfund? Ja. Das Landhaus des Versicherungsnehmers fiel leider einem Brand zum Opfer. Nur die Vorhalle, in welcher sich der Teppich befand, blieb von den Flammen verschont. Aber wieso musste Ihre Versicherung dann... Weil der Teppich vom Löschwasser der Feuerwehr gänzlich ruiniert worden war. Ah, ich verstehe. Welch üble Laune des Schicksals. Das Schicksal ist nun mal unser Geschäft, Mr. Aberdeen. Und als schicksalhaft kann man auch die Summe bezeichnen, die bei unserem letzten Vertragsabschluss für eine Transportversicherung ausgehandelt wurde. 110.000 Pfund Sterling im Schadensfall. Mr. Aberdeen, sind Sie noch in der Leitung? Ich bin noch in der Leitung, Mr. Barclay. Das ist gut. Denn das Objekt, um das es sich dabei handelt, möchten wir, die Barclay & Frampton Insurance, in Ihre Hände legen, Mr. Aberdeen. Ausgezeichnet. Alle weiteren Intima sollten wir persönlich besprechen, finden Sie nicht auch? Ganz Ihrer Meinung. Wunderbar. Wie schnell können Sie in London sein? Ich glaube, wir sollten die Branche wechseln. Dieses Vorzimmer ist größer als unsere beiden Etagen in Southampton zusammen. Du in der Versicherungssparte? Gerade jetzt, wo der Laden endlich langsam schwarze Zahlen schreibt. Sieh dir doch bitte nur mal die Wände an. Mahagonitäfelung. Und die Fenster. Das sind Brokatvorhänge. Weißt du, was sowas kostet? Setz dich wieder hin. Mr. Barclay kann jeden Moment kommen. Und was sieht er dann als erstes? Wie sein vielgeschätzter Kurier seine Vorhänge betatscht. Der Knabe lässt seine Anzüge bestimmt Maß anfertigen. Da gehe ich jede Wette ein. Und wenn schon, jetzt komm endlich zu mir. Sarah, sobald wir das Geld für diesen Auftrag haben, werden wir daran gehen, meine Büroräume repräsentativer zu gestalten. Dieses Loch ist ja kein Zustand. Das kann man ja keinem zumuten. Ach, auf einmal ist es dem Herrn nicht mehr fein genug in seinem Domizil. Darf ich dich daran erinnern, wer die meisten Malerarbeiten in deinen Büroräumen ausgeführt hat? Wer die Stoffe für die Fenster ausgesucht und genäht hat? Ich! So meinte ich das doch nicht, Sarah, mein Goldstück. Komm mir jetzt nicht mit, Sarah, mein Goldstück! Wer musste sich denn um alles kümmern, angefangen vom Elektriker bis hin zum Kammerjäger? Ah ja, richtig, die Ratten, die hatte ich ganz vergessen. Was war denn mit dem Wasserhahn in deinem Büro, der alle erdenklichen Flüssigkeiten nur kein Wasser herauswirkte? Wer hat dafür gesorgt, dass die Leitungen instand gesetzt wurden? Du etwa? Nun, ich glaube, ich war zu beschäftigt, dir dabei zu... Zu beschäftigt? Ja, war ich nicht? Habe ich schon die ganzen Gläubiger erwähnt, die ich stets bei Laune halten durfte, nur weil du permanent außer Haus warst? Vielleicht solltest du deine Stimme ein wenig dämpfen, Sarah. Wenn Mr. Barclay dich hört, könnte er einen falschen Eindruck von meinem Unternehmen gewinnen. Dein Unternehmen? Das ist ja wohl das Allerletzte. Ohne mich wäre dein Unternehmen doch längst schon kein Unternehmen mehr. Ich gebe ja alles zu. Und ich werde dir ab nächste Woche gern den doppelten Lohn zahlen. Wenn du nur endlich aufhörst, hier so rumzuschreien. Das sollten Sie sich schriftlich geben lassen, meine Liebe. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass vorschnelle Versprechungen oft noch schneller wieder vergessen werden. Ah, guten Tag, Mr. Barclay. Guten Tag, Mr. Aberdeen. Und wie ich sehe, haben Sie Ihre reizende Sekretärin mitgebracht.
Sherman, Mr. Barclay. Sarah Sherman. Ich bin entzückt. Sie müssen entschuldigen. Ich wurde unfreiwillig Zeuge Ihres kleinen Disputs. Ach, das war nur eine harmlose kleine Diskussion über Belanglosigkeiten. Das werden wir ja noch sehen. Wenn ich Sie dann in mein Büro bitten dürfte. Sehr gern. Sie haben Teppich in Ihrem Büro? Selbstverständlich. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich ohne Umschweife zur Sache kommen, da ich im Anschluss noch einen Termin habe. Ist das Rindsleder? Wie bitte? Die Sessel, meine ich. Nein, ich glaube Büffelleder. Vorab, ich danke Ihnen, dass Sie sich entschlossen haben, den Auftrag anzunehmen, obwohl ich Ihnen noch nicht gesagt habe, was es zu transportieren gilt. Sie kennen ja den Leitspruch der Firma Aberdeen. Keine Ware ist zu heiß, kein Auftrag zu schwer. Wo haben Sie denn diese schöne Schreibtischlampe gekauft? Mr. Aberdeen? Schreibtischlampe? Nun, das weiß ich nicht. Mein Innenarchitekt war für die Ausstattung meiner Büroräume verantwortlich. Innenarchitekt? Ja, wie dem auch sei. Zu Ihrem Auftrag. Der Name Desmond Hayes ist Ihnen sicher ein Begriff. War das nicht der, Musiker? Richtig, Musiker. Und spielte er nicht ganz ausgezeichnet Violine? Ja, Desmond Hayes, der berühmte Geiger. Natürlich kenne ich ihn. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Besagtes Musikgenie hat sich nach gut 10 Jahren der Abstinenz entschlossen, ein letztes großes Konzert zu geben, und zwar hier in London, in der Royal Albert Hall. Anlässlich dieses Konzerts, das schon im Vorfeld für Furore sorgte, wird Mr. Hayes auf seinem kostbarsten Instrument spielen. Einer Stradivari. Stradiver? Stradivari. Dieser italienische Geigenbauer hat zweifellos die vollendetsten Instrumente aller Zeiten hergestellt, wenn man mal von Guarneri und Amati absieht. Sicher, sicher. Und Sie wünschen nun, dass ich die Geige von diesem Italiener unbeschadet nach London bringe, richtig? So ist es. Mr. Hayes lebt in Birmingham. Und da er ein überaus vorsichtiger Mann ist, hat er für den Transport nach London unverzüglich eine Versicherung bei uns abgeschlossen. 110.000 Pfund Sterling. Ich verstehe Ihre Zweifel, Mr. Aberdeen. Wir alle wissen, dass eine Stradivari praktisch unbezahlbar ist. Dennoch mussten wir einen Nennwert als Summe in die Police eintragen. 110.000 Pfund erschien uns da am wenigsten, nun ja, beleidigend. Für einen Holzkasten mit Katzendärmen. Aufgrund der astronomisch hohen Summe behielt sich unsere Versicherung vor, den Transporteur selbst auszuwählen. Einen gewissenhaften, unbedingt verlässlichen Mann, der dieses klangliche Kunstwerk sicher nach London bringen wird. Der Artikel, der über Sie in der Times stand, machte uns die Entscheidung leicht. Das ehrt mich. Wäre es nicht viel einfacher für Mr. Hayes, wenn er seine Geige einfach selbst mit zum Konzert nehmen würde? Wenn es sich bei dem Instrument nicht um einen solchen Wertgegenstand handelte, würden wir auch nicht auf einem gesonderten Transporteur bestehen, Miss Sherman. Aber bei einer Summe von 110.000 Pfund Sterling muss das Risiko kalkulierbar sein. Und das ist es eben nur, wenn wir einen absolut vertrauenswürdigen Partner haben, der alles daran setzt, dass die Stradivari wohlbehalten in London ankommt. Ich verstehe. Und wenn nun dem Kurierdienst Aberdeen ein Missgeschick passieren sollte? Das wäre dann ein sehr teures Missgeschick, Miss Sherman. Nicht nur für uns. Denken Sie an den Ruf Ihrer Firma. Da kann ich Sie völlig beruhigen, Mr. Barclay. Ich werde Ihren Geigenkasten schon in einem Stück nach London bringen. Und das soll gewiss nicht zu Ihrem Nachteil sein, Mr. Aberdeen. Für den erfolgreichen Transport erhält Ihr Unternehmen 1% aus der Summe des Versicherungswertes. Das wären 1.100 Pfund. Ja, 1.100 Pfund. Mit Ihnen lohnt es sich, Geschäfte zu machen, Sir. Und was ist mit dem Rücktransport? Mr. Hayes hat sich entschlossen, nach diesem, seinem endgültig letzten Konzert, die Stradivari der Königlich-Britischen Musikakademie zu vermachen. Ein Rücktransport ist daher nicht notwendig. Der Wahnsinnsknabe will das Ding verschenken? Verkaufen könnte ich ja noch verstehen, aber verschenken? Niemand verkauft seine Stradivari, Mr. Aberdeen.
Mit Geld lässt sie sich, wie schon erwähnt, sowieso kaum aufwiegen. Wann findet das Konzert statt? In 4 Tagen, am kommenden Samstagabend. Die Londoner Musikwelt ist schon in heller Aufregung. Dann fahren wir gleich morgen mit dem Zug nach Birmingham. Wir? Sie nehmen Ihre Sekretärin mit? Na, aber selbstverständlich. Mr. Aberdeen, in dieser Mappe finden Sie die Unterlagen, die Sie für Ihren Auftrag brauchen. Wenn Sie dann bitte noch den Kontrakt unterschreiben würden. Mit Vergnügen. So, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine vertrauliche Information mit auf den Weg geben. Einer der Gesellschafter, die hinter der Police von Mr. Hayes stehen, bin ich. Und das zu einem nicht unerheblichen Anteil. Keine Sorge, Mr. Barclay. Ihre Stavi Baburi ist bei mir in sicheren Händen. Sie können sich ruhig schon mal Karten für das Konzert besorgen. Vorher hätte ich allerdings noch eine Frage. Bei welchem Schneider lassen Sie Ihre Anzüge anfertigen? Da wären wir. Nicht schlecht, die Hütte. Hütte? Das ist ein richtiger Palast. Hier, das ist für Sie. Behalten Sie den Rest. Danke, Sir. Soll ich Ihnen mit dem Gepäck helfen? Nein, lassen Sie ruhig. Die 2 Taschen schaffe ich schon allein. Geigen scheint mehr einzubringen, als ich dachte. Ja, aber er könnte seinen Garten ein bisschen besser in Schuss halten. Ganz schön verwildert. Ach, du weißt doch, Künstler sind allesamt Exzentriker. Die kümmern sich nicht um solche Belanglosigkeiten wie Hortensien oder Kapuzinerkresse. Du kennst Kapuzinerkresse? Sagen wir mal so, ich weiß, dass es sie gibt. Und Klingeling! Sehr musikalisch, wirklich. Ja, bitte? Kurierdienst Preston Aberdeen, guten Tag. Wir würden gerne zu Mr. Hayes. In welcher Angelegenheit, wenn ich fragen darf? Es geht um den Transport seiner seiner Geige. Soweit ich weiß, hat Mr. Hayes keinen Kurierdienst engagiert. Mag sein, aber sein Versicherer Barclay & Frampton hat. Darum sind wir hier. Meine Assistentin und ich sollen Mr. Hayes' Geige sicher nach London bringen. Ah, ich verstehe. Kommen Sie bitte herein. Danke. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin mit den Jahren etwas misstrauisch geworden. Mr. Hayes kann sich glücklich schätzen, einen solch vorsichtigen Butler zu haben. Ich bin Mr. Hayes. Oh, bitte verzeihen Sie. Ich dachte also, für mich war es ganz selbstverständlich, dass Sie der Butler sind. Nein, dass Sie einen Butler haben, wollte ich sagen. Nun, dem ist nicht so. Leider nicht mehr. Ja, dann darf ich mich nochmals vorstellen. Preston Aberdeen vom gleichnamigen Kurierdienst. Pardon, aber ich gebe niemals die Hand zur Begrüßung. So? Tun Sie nicht... Nein, nennen Sie es eine Marotte, aber seit mir damals ein begeisterter Kritiker beinahe die Hand zerquetscht hat, habe ich diesem Ritual abgeschworen. Meine Hände sind schließlich mein Kapital. Verstehe. Oh, ich habe Ihnen meine Assistentin unterschlagen, oh. Miss Sherman. Sehr angenehm, Miss Sherman. Ganz meinerseits. Sie kommen also wegen des Transportes meiner Stradivari. Ganz recht. Sie sehen überrascht aus. Hat Mr. Barclay Sie nicht erreicht? Oh, bedauere, nein. Merkwürdig. Uns hat er noch gesagt, dass er Sie von unserem Erscheinen in Kenntnis setzen wollte. Ja, er wollte Sie anrufen. Ach so. Das erklärt natürlich das kleine Malheur. Ich besitze keine...
kein Telefon. Sie besitzen kein Telefon? Oh, ich habe mich mit diesen neumodischen Dingen nie so recht anfreunden können. Meine sämtliche Korrespondenz erledige ich heute noch per Brief. Und wenn es schnell gehen soll, ziehe ich das Telegramm dem Telefon vor. Vielleicht bin ich altmodisch. Oh, ich nenne es romantisch. Oh, freut mich, dass Sie meine Ansicht teilen, Miss Sherman. Aber kommen Sie, ich zeige Ihnen das wertvolle Stück.